Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir sind diesmal sehr leise, denn wir befinden uns im Diebesnest und wir müssen mit unserer Quest weitermachen. Diesmal habe ich mich dazu entschieden, nicht mit der Kaji zu sprechen, sondern mit Trag. Saira braucht euch. Es ist immer wichtig, aber diesmal ist es besonders wichtig. Hat sie gesagt, warum? Unser gescheiterter Versuch, Magnifica Faloras Mitgift zu stehlen. Wenn wir das Grabmal mit leeren Händen verlassen, warum glaubt das Eisenrad dann, dass wir sie haben? Und wenn sie weg ist, wer hat sie dann gestohlen? Saira braucht euch für die Suche nach Antworten. Nun gut, ich werde mit dir sprechen. Wo ist sie? Ihr findet Saira im Nest. Sie ist ein wenig in sich gekehrt. Das geht mich zwar nichts an, aber ich dachte mir, ihr solltet das wissen. Warum denkt das Eisenrad, dass wir die Mitgift hätten? Wir dachten, man würde uns für unseren fehlgeschlagenen Versuch bestrafen. Aber ihr habt Oberinspektor Ranbik ja selbst gehört. Die Mitgift wurde gestohlen. Aus irgendeinem Grund denkt das Eisenrad, dass wir sie haben. Und sie werden uns weiter nachsetzen, bis sie etwas anderes denken. Aber warum macht sich das Eisenrad solche Sorgen um eine Mitgift? Eine Mitgift ist wie ein Sack voller Münzen. Wenn er voll ist, dann will jeder was von einem. Dann fühlt man sich wichtig. Und vielleicht ist man das sogar. Doch wenn er leer ist, dann hat niemand Zeit für einen. Deshalb verlässt sich Magnifica Falora darauf, dass das Eisenrad die Mitgift findet. Erzählt mir, was ihr über den Mitgiftbeutezug wisst. Genauso viel wie der Rest von uns weiß. Nikolas, unser ehemaliger Gildenmeister, hatte vor, Magnifica Faloras Mitgift aus ihrem Familiengrab zu stehlen. Er nahm Saira und ein paar andere mit, die Besten unserer Gilde. Saira war die Einzige, die lebend rausgekommen ist. Was ist geschehen? Saira hat nicht über die Einzelheiten gesprochen. Sie schaute ihren Freunden beim Sterben zu, so viel weiß ich. Nikolas war nicht gerade wie ein Vater zu ihr, doch sein Tod hat sie am härtesten getroffen. Nun gut, dann werden wir mal herausfinden, worum es genau geht. Saira, ich laufe schon wieder. Nee, ich laufe in die richtige Richtung. Zurück zum Grabmal? Euer Plan ist es, der größten Schmach der Gilde nachzueifern? Mein Plan ist, das Eisenrad von uns abzuschütteln. Gut. Ihr seid hier. Ich möchte in Erfahrung bringen, ob die Mitgift von Magnifica Falora wirklich aus ihrer Familiengruft gestohlen wurde. Wenn dem so ist, finden wir heraus, wer das war. Und wenn dem nicht so ist, bringen wir den Beutezug zu Ende, den Nikolas begonnen hat. Was soll sie schon machen? Noch ein zweites Eisenrad schicken? Wie gehen wir es an? Wir kehren in das Aldanubia-Grabmal zurück, wobei wir die gefährlichsten Fallen umgehen müssen, auf die ich je gestoßen bin. Und dann durchsuchen wir die Schatzkammer nach allem, was wir finden können. Ja, das klingt nach einer schrecklichen Idee. Ich bin dabei. Wann brechen wir auf? Ich weiß eure Zuversicht zu schätzen, aber beim ersten Mal starben zu viele gute Leute. Entweder machen wir das richtig oder wir machen es gar nicht. In Ordnung, ich höre. Tertius Locke kann uns einen Vorteil verschaffen. Er ist einer der wenigen Leute, die je einen Fuß in das Familiengrab von Magnifica Falora gesetzt haben und noch am Leben sind. Nehmt Quen und holt ihn in seinem Laden ab. Trefft den Rest von uns auf der Straße nach Tanet am Prinzentor. Kann man Tertius Locke trauen? Ich versichere euch, dass Tertius Locke kein Freund des Eisenrads ist. Er erwartet euch im diamantenen Fingerhut. Und er wird richtig unerträglich, wenn man ihn zu lange warten lässt. Warum ist Tertius Locke kein Freund des Eisenrads? Tertius Locke diente einst Magnifica Falora. Wenn sie die Kleider trug, die er entworfen hatte, wurde sie von ganz Tanit beneidet. Doch es gab einen Skandal und er floh hierher, außer Reichweite von Tanit. Ich weiß nicht genau, was da geschehen ist, aber ich weiß, dass er ihr die Schuld dafür gibt. Was wisst ihr über Magnifica Falora? Sie ist die Erbin der Aldanubia-Blutlinie. Ihre älteste Schwester Sarifa heiratete König Faharajat. Nach dem Tod von Sarifa kamen sich Falora und der König näher. Aber nicht nahe. Man nennt sie das Juwel von Tanit. Schön, kalt und hart wie ein Diamant. Was könnt ihr mir über den Mitgift-Beutezug erzählen? Nikolas dachte, sein Plan für den Diebstahl der Mitgift wäre fast perfekt.
Doch das Fast bringt unsere Freunde auch nicht zurück. Er hatte einfach nicht die richtigen Leute für den Auftrag. Aber ich schon. Wie ist der Mitgiftbeutezug gescheitert? Nikolas wusste um die Gefahren im Innern, aber nicht um alle. Es gab eine Falle. Ich verstand nicht, wie sie funktionierte. Erst als es schon zu spät war. Doch diesmal weiß ich, wie sie funktioniert. Und ich werde euch an meiner Seite brauchen, um sie zu überwinden. Finden wir Perseus Locke. Wir sehen uns dort, Partnerin. Alle anderen sollten für eine lange Reise packen. Ich bringe uns heil nach Hause. Noch mehr Versprechen, die ihr nicht halten könnt. Tja, hoffen wir mal, dass sie dieses Versprechen durchhalten kann. Gehen wir mal hier oben raus, obwohl wir, soweit ich weiß, eigentlich, glaube ich, unten raus können. Aber egal. Ja, ich weiß. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, wir sollten ja noch zu Perseus Loche, oder wie der heißt. Was ist? Der ist natürlich hier oben, also ist das doch schon ganz gut, wenn wir hier oben rumlaufen. Da. Ein ganz schöner Schlamassel. Vielleicht weiß der Buchhalter, was da los war. Diese wird eine formelle Beschwerde einreichen. Welches Recht hat das Eisenrad, hier einzufallen und unsere Waren zu ruinieren? Schläger! Schläger und Raufbolde! Wo können wir Perseus Loche finden? Das ist genau das, was das Eisenrad sagte. Aber sehr viel lauter und mit geballten Fäusten. Als sie seinen Namen brüllten, hörte ich oben einen lauten Knall. Ein lauter Knall? Was ist geschehen? Eine Ablenkung natürlich. Das Eisenrad stürmte nach oben, während er durch ein paar lose Bodendielen wieder nach unten schlüpfte. Doch er landete den Füßen voran in einem Bottich heller Farbe. Das Zeug klebte ihm bis zum Rand seiner Stiefel. Perseus Loche hinterlässt also eine Spur aus heller Farbe in Abars Landung. Und schon wieder sagt ihr genau das gleiche wie das Eisenrad. Die meisten von ihnen machten sich auf den Weg, ihn zu verfolgen. Der Rest stellte zuerst das ganze Zimmer auf den Kopf und folgte dann den anderen. Falls ihr ihn findet, bevor sie es schaffen, dann sagt ihm, dass Mamea eine Gehaltserhöhung verdient hat. Werde ich ihm ausrichten. Ihr folgt durch die Straßen. Ich werde schauen, ob ich ihn von den Dächern aus entdecken kann. Beeilt euch! Okay. Ich dachte, das soll gelbe Farbe sein. Wieso ist hier alles grün? Naja gut, nehmen wir einfach die grüne Farbe. Nun. Findet seine Spur. Beeilt euch! Das Eisenrad ist ihm auf den Fersen! Ja. Ist ja gut. Sie ist jetzt da hochgelaufen. Was wollt ihr? Aber es gibt hier keine Farbe mehr, ne? Ich glaube nicht, dass Gwen hier so richtig ist. Also, Moment. Wir haben hier das letzte Mal... Kann man die eigentlich besser sehen, wenn man schleicht? Naja. Das heißt... Ah, hier. Das heißt, da ist er rumgelaufen. Darum. Da rein. Da hoch. Und hier weiter. Da hinten ist was zum Klauen. Oh, ich würde das am liebsten mitnehmen. Darum. Hallo, Hundi. Ah, ich denke mal, dass er links rüber ist, ne? Ah, nee. Hier sind auch nochmal Spuren. Okay, hier ist er anscheinend runtergesprungen. Ja. Wo ist er denn jetzt noch alles hingelaufen? Hier komplett rum. Leute, kommen wir der Sache ja auch mal näher.
Rettet ihn vor dem Eisenrad. Ah, hier ist er. Ja, ich sehe es schon. Oh. Habt ihr ein paar Münzen für einen Veteran des Allianzkriegs übrig? Habt ihr gesehen, wie das Eisenrad einen gut gekleideten Mann verfolgt hat? Mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste, wisst ihr? Die Unterernährung. Ich habe gehört, gutes Essen soll dagegen helfen. Aber ich kann mir kein gutes Essen leisten. Ich habe keine Zeit zum Falschen. Halt! Ihr seid die Freundin von Schleicht Leise. Ich habe euch beide in der Stadt gesehen. Der war immer nett zu mir. Ich werde euch sagen, was ich weiß. Ja? Wirklich? Nun gut, dann sagt es mir. Das Eisenrad hat den von euch Gesuchten gefangen. Derjenige, der das Sagen hatte, war wütend. Er meinte, man würde ihn zum Einbuchen bringen, weil er geflohen ist. Es gibt da einen Sandflecken vor Abars Landung, wo sie die Gefangenen zusammenschlagen. Hier, ich markiere es euch auf eurer Karte. Danke für eure Hilfe. Erfüllt ein Ziel. Sagt Zaira, dass sie Perseus Loche zurücklassen soll oder rettet ihn vor dem Eisenrad. Da retten wir ihn. Da sagen wir ihr, dass sie zurücklassen soll. Ja, und wie können wir ihn dann retten? Wo ist denn das? Ach, hier unten. Ah, ja, 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 okay. Dann reite ich mal ganz schnell zum Wegschrein. Ach, der ist ja hier direkt um die Ecke. Brauche ich ja eigentlich gar nicht zu cutten. Und dann reisen wir da nämlich schnell hin. Dürfte ich jemanden um ein Kissen bitten? Der Boden ist sehr kalt. Ich fürchte, mein Rumpf könnte abfallen. Vielleicht etwas Wasser, um die Farbe auszuwaschen. Wobei, es würde wohl auch mit einer anständigen Schärpe gehen. Den Acht sei Dank. Ich habe versucht, diesen Dummbatzen auf die Nerven zu fallen, damit sie nach meinen Fesseln sehen. Dann hätte ich ihnen was auf die Rübe geben und meine große Flucht in Szene setzen können. Aber jetzt habe ich keinen Bedarf mehr an Heldentaten. Geht es euch gut? Sie haben mich kaum angerührt. Gerade genug, um mich zu fesseln. Sie wollten wohl keine Farbe abkriegen. Ich wusste, das sieht schlimm aus. Aber ich habe ihnen nichts verraten, falls ihr euch das fragt. Sie wissen nicht, dass wir Zaira am Prinzentor treffen sollen. Seid ihr reisefähig? Keine Sorge. Ich bringe schon keine ungebetenen Gäste mit. Ich ziehe keine Farbspur mehr hinter mir her und werde sie unterwegs schon abhängen. Sehen wir uns am Prinzentor? Klingt gut. Lasst mich euch losbinden. Ich danke euch. Solltet ihr je euer Diebesgewand neu gestalten wollen, lasst euch von mir beraten. Ja, natürlich. Okay, dann treffen wir uns jetzt quasi wieder oben gleich. Aber ich muss Zaira eben informieren, was los ist. Die ist aber schon wieder woanders, okay? Ja, ich kann ja hier wieder nicht reisen. Also nicht reiten. So, das wollte ich sagen. Moment, das ist noch ein Stück weiter unten. Dann geht's rüber. Und dann der Straße folgen. Da muss ich nicht hin. Da in etwa muss ich hin. Alle sind da. Hattet ihr irgendwelchen Ärger? Nichts, mit dem ich nicht fertig würde. Dann brechen wir ins Königreich Tanit auf. Der Weg ist knifflig. Und man wird uns als Banditen betrachten, wenn man uns schnappt. Aber um das Erreichen der Gruft mache ich mir keine Sorgen. Wenn etwas passiert, nun, das wird es nicht, weil ich auf euch zählen kann. Bereit? Bevor wir gehen, habe ich noch ein paar Fragen zum Al-Danobia-Grabmal. Was ist damit? Womit müssen wir rechnen? Diese Fallen, wilde Wächter und ganz am Ende wahrscheinlich eine Schatzkammer voller Staub. Wenigstens müssen wir uns keine Sorgen um das Eisenrad machen. Was würdet ihr davon halten, zurückzugehen? Ich würde lieber mit einer Flasche im Nest sitzen und trinken, bis Andari mich daran erinnert, dass es jetzt mal reicht. Aber ich habe hier das Sagen, also spielt es keine Rolle, was ich denke. Es ist wichtig, dass wir gehen. Ich bin bereit, ins Grabmal aufzubrechen. Ich
Wenn ich etwas anmerken dürfte, es gibt noch einen zweiten Weg ins Innere des Grabmals. Er ist wahrscheinlich voll mit Fallen, Wächtern und einer großzügigen Menge an Staub. Ein kleiner Preis, wenn man so dem Eisenrad entgehen kann. Wie können wir ihn erreichen? Macht euch zum Eingang des Grabmals auf. Behaltet den Wegesrand im Auge, den auf der rechten Seite. Euch sollte ein alter Pfad auffallen, der zu einem versiegelten Eingang führt. Macht einfach den Weg frei. Dann schließe ich mich euch an, um die Tür zu öffnen. Könnt ihr mich durchführen? Ach du Schande, nein. Die Dinge im Innern würden mich doch mit hoher Wahrscheinlichkeit töten. Doch ich kenne den Trick, um den geheimen Hebel der Tür zu betätigen. Den Rest könnt ihr doch ganz bestimmt selbst erledigen. Mhm. Okay. Als ich das letzte Mal hier war, hat das Eisenrad nicht vor dem Grabmal gelagert. Perfekt. Was sollen wir tun? Schleicht voraus und sucht uns einen Weg hinein. Macht den Weg frei, wenn ihr wollt. Das Eisenrad kann nicht wirklich um Verstärkung bitten. Ihr könnt euch auch an ihnen vorbeischleichen. Wir werden euren Vormarsch beobachten und euren Schritten folgen. Gibt es einen anderen Weg hinein? Deshalb haben wir Perthius Locke mitgebracht. Er sagte etwas von einem Nebeneingang, oder? Sprecht mit ihm, bevor ihr geht. Nun gut, ich bringe uns hinein. Schleicht am Eisenrad vorbei. Da oben steht einer. Hä? Wer kann mich denn hier entdecken? Hallo? Das Problem ist, ich komme da nicht dran vorbei. Das geht nicht einfach weg, ne? So. Er meint ja, ich soll mich rechts halten. Ich bin mir nicht. Moment noch, gleich ist die offen. Ich wollte gerade noch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob er den Weg hier meint, aber okay. Das hätten wir. Achtet da drinnen auf Fallen. Die Yokudana liebt Fallen. Okay, vielen Dank. Wobei das vermutlich auch schon eine Falle ist hier vorne. Au. Ernsthaft? Ach so, wo kommt der jetzt her? Ernsthaft jetzt, wo kam der her? Oh, natürlich. Ja, natürlich. Ja, unterbricht ja super, dieser Unterbrecher. So, hier gibt es ein Rätsel. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Wie man hier alles macht, solange sie keine Mitgift stehlen soll. Keine Ahnung. Letztes Mal befahl mir Nikolas, den Gang im Auge zu behalten. Es muss doch etwas in seinem Tagebuch stehen. Irgendetwas Nützliches? Nikolas liebte seine Rätsel. Ihr könnt es gerne versuchen. Ja. Und zwar, hier hinten findet man diese ganzen Texte. Die kann man sich dann durchlesen, beziehungsweise der Text ist mit der Zeit verblasst. Aber man sollte sie... Das war, glaube ich, das Einzige, was... Ja, genau. Man sollte sie auf jeden Fall benutzen und man sollte dann eigentlich behalten, das ist die Schlange und so weiter. Ne, hier hinter. Das ist die Klinge und hier hinter ist dann auch nochmal ein Text. Da ist das Symbol des Stolzes. Und dann gibt es hier zwei Säulen. Müsst ihr dann also die folgende Reihenfolge machen. Die könnt ihr übrigens auch bei uns auf unserem Blog nachlesen, wenn ihr das Ganze noch nicht so mitbekommen habt. Oder halt eben bei Alpha Wölfin, da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Und zwar auf der linken Seite müsst ihr einmal die Schriftrolle links haben.
Das ist die Schriftrolle. Dann müsst ihr den General mit dem Adlerkopf in der Mitte haben. Stopp. Das war doch der Adlerkopf. Nochmal zurück. So. Und da müsst ihr den Stab oder Kelch oder was auch immer das hier ist, ich glaube, das ist das hier, auf der rechten Seite haben. Und dann hier auf der rechten Seite braucht ihr dann die Schlange auf der linken Seite. Das soll, glaube ich, die Schlange sein. Den General mit dem Schwert hier in der Mitte. So. Und das Schwert, was alleine steht, hier auf der rechten Seite. Und dann funktioniert es nicht. Bin ich wohl gerade am Überlegen. Ist das hier überhaupt der Kelch? Okay, also das soll wohl dieser Kelch oder Stab oder wie auch immer sein. Kommt, gehen wir. Okay, dann gehen wir. Hier können wir runter. Alles gut bei euch? Achso, ihr seid schon vor mir. Okay. Dem Tagebuch zufolge heißt dieser Abgrund Shinjis Wahrheit. Letztes Mal kamen wir nicht rüber. Ich kann den Grund nicht sehen. Gibt es überhaupt einen Grund? Stürzt euch doch hinein, dann zählen wir, wie lange es bis zum Aufprall dauert. Quen, schleicht leise. Sucht nach Geheimtüren und Schaltern. Velsa, ihr kommt mit mir. Ich brauche eure Hilfe auf Maloks Pfad. Und was ist mit eurem Schützling? Hält mir den Rücken frei, falls mir jemand einen Dolch hineinstoßen will. Gehen wir. Mhm. Da sind doch wieder überall irgendwelche Fallen, oder? Vergebt mir, meine alten Freunde. Was habt ihr gesagt? Nichts. Velsa, seht ihr diese Tafel? Legt eure Hand darauf, bis ich etwas anderes sage. Aus welchem Grund? Wenn ich Maloks Pfad betrete, wird mich eine Aura des Lichts umgeben. Die Finsternis kann uns nichts zuleide tun, solange ihr die Tafel berührt. Nun, was könnte euch zustoßen? Wir könnten in den Tod hinabstürzen oder die Kreaturen könnten uns verschlingen. Wohlan denn, habt viel Spaß. Velsa weiß, was zu tun ist, doch wir sollten uns vor dem Überqueren unterhalten. Jenseits von Maloks Pfad liegt der Wasserkrug des Großen Vaters. Eine hochgestochene Bezeichnung für eine große Vase. Dem Tagebuch zufolge brauchen wir heilige Asche aus dem Inneren der Vase, um die Schatzkammern zu erreichen. Nun, es ist soweit. Wir sollten losgehen. Was stimmt nicht? Hier sind sie gestorben. Edda, Daldur und Nikolas. Verschlungen von der Finsternis. Es tut mir leid, aber ich kann nicht darüber sprechen. Es bringt nichts, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Oder sie zu bedauern. Ich setze keinen Fuß in diese Finsternis, bis ihr mir nicht sagt, womit ich zu rechnen habe. Das ist nur fair. Es könnte meine Nerven beruhigen, darüber zu sprechen. Die Finsternis ist etwas Unnatürliches. Wer sie einatmet, wird krank. Noch schlimmer ist aber, dass die Wächter auf dem Pfad jeden angreifen, der nicht zu Danubias Blutlinie gehört. Und dann ist da noch der Pfad selbst. Was ist mit dem Pfad? Er ist voller Kurven und Kehren. Man weiß nie, wohin man geht, bis man dort draußen ist. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Verliert nicht den Kopf. Bleibt bei mir im Licht. Dann kommen wir schon durch. Ich werde hier niemanden mehr sterben lassen. In Ordnung, ich bin bereit. Los geht's. Kommt nicht vom Weg ab. Sonst häutet euch die Finsternis bei lebendigem Leib. Wenn die mal ein bisschen schneller gehen würde, ne? Das ist eine schlechte Seite. Ich sehe da hinten was.
sitzen wir nicht fest. Haltet weiter die Platte gedrückt. Ja, geh weiter, Saira. Los. Edda? Daldur? Was ist mit ihren Leichen geschehen? Und wo ist Nikolas? Ich konnte ihre Schreie hören, als ich den Schalter festhielt. Ich musste etwas tun, aber ich konnte nicht... Diese Finsternis hat kein Ende. Saira, mein Arm wird müde. Wagt es ja nicht, die Tafel loszulassen. Geh doch mal ein wenig schneller. Eine der Statuen hat mich seltsam angeschaut. Reizt sie nicht. Tja, uns greifen die Statuen die ganze Zeit an. Das ist auch nicht besser. Es geschafft. Das muss die Vase sein. Entschuldigt, Wasserkrug des großen Vaters. Augenblick. Diese Lampe gehörte Nikolas. Ich sah, wie sie ausging. Ich hörte, wie er starb. Falora muss hergekommen sein, um das zu untersuchen. Sie könnte sie aufgehoben und hergebracht haben. Nikolas kann nicht überlebt haben. Oder doch? Diese Lampe gehörte auf jeden Fall Nikolas. Wie könnt ihr da so sicher sein? Ich habe sie für ihn besorgt. Ich sah, wie er die Lampe fallen ließ. Sie prallte auf den Pfad und ging aus. Dann kann ich mich nur noch an Finsternis und Schmerz erinnern. Ihr wart auf dem Pfad? Ich dachte, ihr hättet die Platte gehalten. Ich... Schnappt euch die Asche, damit wir gehen können. Ich will nicht noch mehr Zeit an diesem Ort verbringen. Nehmt die Asche mit. Wir sollten zurück zu Quen und schleicht leise. Machen wir, machen wir. Ich hätte jetzt wetten können, dass das alles Fallen gewesen sind, aber okay. Belsa, ihr könnt die Platte loslassen. Ich weiß, was ihr getan habt. Was? Ich weiß, wie sie gestorben sind, wie ihr sie getötet habt. Das ist armselig, Belsa, selbst für euch. Immer die Heldin sein, der Liebling des Gildenmeisters. Ihr seid verrückt, ich brauchte niemandes Genehmigung. Ihr habt die Platte gehalten. Von hier aus konntet ihr die Kreaturen sehen. Sagt, wie sie näher kamen. Ihr dachtet, ihr könntet sie retten. Ihr ganz allein. Also habt ihr die Platte losgelassen, habt euch eure Waffe geschnappt und ranntet hinaus, um euch ihnen zu stellen. Ich hätte sie retten können. Denn in eurem Kopf seid ihr die Heldin. Doch das Licht erlosch, die Dunkelheit brach herein und fraß sie bei lebendigem Leib. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Und die Dunkelheit versuchte euch bei lebendigem Leib zu fressen, also musstet ihr euch von euren Wunden erholen. Deshalb seid ihr nicht nach Abars Landung zurückgekehrt, zumindest nicht rechtzeitig. Ich kroch vom Grabmal weg. Die Dunkelheit. Ihr könnt euch diesen Schmerz nicht vorstellen. Ihr wart die Einzige, die die Gilde hätte warnen können, die ihnen hätte sagen können, dass das Eisenrad kommen würde. Velsa, hört auf. Saira, ihr wart nie eine Heldin. Ihr wart immer die Diebin. Und nun? Nun seid ihr nur ein Schatten. Ja, ist doch ganz gut gelaufen hier. Okay. Da sind sie. Quen, das ist eine schlechte Idee. Mir fehlen die Worte. Sag mir mal, wer, was ich da vor mir sehe.
Wir hörten seltsame Geräusche aus dem Abgrund. Stein, der auf Stein schleift. Quen, nun. Ich habe diese unsichtbare Brücke gefunden. Ihr habt also auf meinen Rat gehört und euch in den Abgrund gestürzt. Die Asche. Verteilt sie auf der Brücke, damit wir sehen, wohin sie führt. Und Quen, trete zurück. Jetzt bin ich ganz verrucht hier. Voller Asche. Kommt mit mir, wenn ihr leben wollt. Macht den Weg frei. Wir sind gleich hinter euch. Okay, mach ich. Der Weg ist frei. Ich denke, die sind direkt hinter mir. Na, egal, ich gehe mal weiter. Die Tür zu den Schatzkammern liegt gleich hier hinter der Krypta. Wir haben es geschafft. Alle Krypten so ein, was auch immer das ist. Jedes Grabmal braucht einen Wächter. Alte Redewendung der Yukudaner, oder? Eure Vorstellung ist formlos und ohne Anmut. Nennt Danobias Maxime. Das ist beunruhigend. Belsa, Quen, schleicht leise. Bleibt zurück. Wenn das Ding feindselig ist, kümmern wir uns darum. Nennt Danobias Maxime oder werdet als Eindringlinge erachtet. Es muss sich um eine Art Parole handeln. Falls euch etwas einfällt, dann nur frei heraus damit. Ihr erwartet doch nicht ernsthaft von uns. Falora. Yukuda. Parole. Gaiden Shinji. Idioten. Belsa, ihr versucht es nicht einmal. Ein Eindringling. Danobias Gerechtigkeit wird euch ereilen. Vor allem Parole. So nicht, Freundchen, so nicht. Er würde uns alle töten. Lasst uns nachschauen, was in der Schatzkammer ist. Nein, das will ich nicht. So. Was stimmt nicht mit diesem Skelett? Ihm fehlt der Schädel. Sieht aus, als hätte man ihn abgeschlagen. Das muss derjenige gewesen sein, der die Mitgift gestohlen hat. Aber warum schändete er das Skelett? Lasst mich das mal sehen. Nikolas benutzte solche Halbkarten. Dünne Folien, die man auf vorhandene Karten legt. Man legt sie als Referenz auf bestimmte gemeinsame Punkte. Diese Seite, stammt sie aus dem Tagebuch, das Nikolas führte? Tuvaka wacht über euch. Die Parole für den Grabwächter. Ich hatte es fast. Ja, ja, genau. Nikolas hat irgendwie überlebt. Er kam hierher und nahm sich die Mitgift von Magnifica Falora. Ich möchte es gar nicht glauben, aber so stehen die Dinge wohl. Es sei denn, ich übersehe da etwas. Übersehe ich da etwas? Wir haben eine Seite aus seinem Tagebuch gefunden. Darauf stand die Parole für den Grabwächter. Das ist seine Handschrift. Doch jemand anderes könnte sie aus seinem Tagebuch gerissen haben. Das Skelett muss Danobia selbst gewesen sein. Es ist schließlich ihr Grabmal. Ich verstehe nicht, was das mit Nikolas zu tun hat. Fehlender Schädel hin, fehlender Schädel her. Nun gut, was ist mit der Halbkarte? Velsa meinte, Nikolas hätte sie verwendet. Es gibt drei Punkte auf diesem Bogen. Nikolas nutzte immer Abbas Landung und die Zitadelle von Nur Shirah als Bezugspunkte. Wenn ich diese beiden Punkte auf eine Linie bringe, sieh an, der dritte Punkt ist in Hughes Fluch, draußen mitten im Nirgendwo. Wenn Nikolas die Mitgift gestohlen hat, warum sollte er dann das hier zurücklassen? Abfall wird eben zurückgelassen. Die drei Punkte auf der Seite sind ohne Bedeutung, wenn man den Trick nicht kennt. Alle, die ihn kannten, starben auf Maloks Pfad. Geht nach Hughes Fluch. Falls Nikolas einen Unterschlupf in der Wüste hat, wird es Zeit, dass wir ihn knacken. Okay, verlass das Grabmal und wir sollen... Er will mir diesmal nicht so genau zeigen, wo wir hin sollen. Okay, dann würde ich sagen, dass ich erstmal
das Grab mal verlasse, das müsst ihr jetzt nicht alles noch mit ansehen und dadurch würde die Folge auch wirklich viel zu... Das ist die falsche Seite, das ist die falsche Seite. Wir sollen das Grab mal auf der anderen... Nee, wir sollen das Grab mal doch hier verlassen. Okay, ich werde das Grab mal jetzt erstmal verlassen und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. So, wir befinden uns jetzt in etwa in der Nähe von dem Eingang, wo wir hin sollen. Da, genau, da ist er markiert. Müssen wir natürlich auch wieder aufbrechen. Na, komm. Durchsucht die Wüstenzuflucht von Nicolas. Ein Papierstoß. Das Gold und die Dokumente wurden, wie erwartet, Fürstin Elaine Montaigne übergeben. Hubalajats Palast ist nun mein alleiniger Besitz und wird mir für die bevorstehende Zeit eine gute Ausgangsbasis bieten. Kosch. Papiere? Von Kosch unterzeichnet? Was machen die denn hier? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Schaut, schaut genau hin. Da ist ein hohler Kristall mit... Ist das Blut darin? Wessen Blut? Das wüsste ich auch gerne. Nicolas hatte einen Satz Maskerade-Utensilien genau wie diese. Ich glaube fast... Das sind seine Maskerade-Utensilien. Uralte jokodanische Münzen, geprägt mit dem Antlitz von Danobia. Sie müssen aus ihrer Mitgift stammen. Ich weiß, wie Nicolas Malogs Pfad überlebt hat. Wirklich? Wie? Der Kristall muss all Danobias Blut in sich tragen. Solange man ihn hält, ignoriert Malogs Pfad einen. Dann braucht man noch eine Lampe, um sich in der Dunkelheit des Pfads zurechtzufinden und könnte sich anschließend eine Handvoll Asche schnappen. Zu guter Letzt braucht man nur noch die Parole für den Grabwächter. Die Danobia-Münzen stammen mit Sicherheit aus dem Grabmal. Und ihr meintet, diese Maskerade-Utensilien gehören Nicolas? Ich habe genug gesehen. Nicolas hat seinen Tod vorgetäuscht und die Mitgift gestohlen. Jetzt arbeitet er mit diesem Handelsfürsten Kosch zusammen. Wenn ich daran denke, dass ich um diesen Bastard getrauert habe. Was werdet ihr machen? Nicolas hätte so etwas von der Gilde geheim gehalten. Je weniger sie wissen, desto weniger Probleme machen sie. Aber ich werde es der Diebesgilde sagen. Ich will, dass sie so richtig Ärger vom Zaun brechen. Und all das will ich dann ihm anlasten. Legen wir los. Ich werde euch im Nest treffen. Ja, dann müssen wir wieder zurück, wo ich nicht mehr zurück kann, oder wie, oder was? Hier ist noch ein Weg. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ganz blöd, wenn ich nicht mal rauskommen würde. Ich mache mich mal auf zum Diebesnest und wir sehen uns gleich dort wieder. Zaira, du bist da, wo du immer bist, nehme ich mal an. Ja, das sieht gut aus. Nein, die Wunschliste haben wir schon. Mann. Ich habe der Gilde erzählt, dass Nicolas uns verraten hat. Schleicht leise nahm es sehr gefasst auf. Quen umarmte mich fest und Velsa ging ohne ein Wort davon. Es lief insgesamt besser, als ich erwartet hätte. Was ist der nächste Schritt für die Diebesgilde? Das Eisenrad ist ein Wirbelsturm, der in den Hafen hineinfegte und alles in seinem Weg zermalmte. Nicolas und Kosch sind es, die ihn geweckt haben. Jetzt? Wir bringen Erfahrung, was ihnen am meisten am Herzen liegt. Davon ausgehend machen wir weiter. Und wir bekommen ein Bruststück vom Baharas Fluch und einen Fertigkeitspunkt. Nicolas hat mir beigebracht, wie man ein Dieb wird. Ich kannte ihn schon über 10 Jahre. Ich habe ihm vertraut. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen, oder? Ich wollte mit euch darüber sprechen, was im Al-Danobia-Grabmal geschehen ist. Worüber genau? Ich
ich weiß nicht, ob man beides sagen kann. Habt ihr irgendeine Ahnung, was Nikolas plante? Nein. Er schien ein bisschen distanziert, bevor wir in das Aldanobia-Grabmal reisten. Aber es war der größte Beutezug, den wir je gerissen hatten. Hierauf hatte mich nichts vorbereitet. Velsa hat euch die Schuld dafür gegeben, was auf Maloks Fahrt passiert ist. Velsa hatte recht, und das sage ich nicht leichtfertig. Ich bin verantwortlich. Edda und Daldur starben aufgrund meines Fehlers. Nikolas, ich kann nur darum beten, dass sein Tod schlimmer ist als das, was den anderen widerfahren ist. Ja, da ist es wieder. Der Abschluss dieser Episode, beziehungsweise da ist er wieder. Dann schauen wir mal eben, was wir bekommen haben. Die Jacke von Bahares Fluch in erfüllt und leicht. Die nehmen wir natürlich an uns und können die direkt einmal binden. So, wunderbar. Wir haben Andari, tiefer. Ja, so wie es aussieht, haben wir noch eine Episode, die wir auf jeden Fall noch machen können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht, beziehungsweise ihr solltet das auch sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.